dann los, auf geht's. Ich lasse den Vortritt. Weil ich habe erstmal die Frage, wie viel Versuche. Ach genau, was glaubt ihr? Schreibt mal bitte in den Chat, wie viele Versuche wir brauchen, um dieses SPQR-Schild, ich weiß auch, was es mal hieß, aber ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen, ich bin nicht so gut in Mathe. deshalb weiß ich nicht, wie viele Versuche brauchen wir? Also ich sage Minimum 100. Du sagst ein, zwei Versuche, dann ist es kaputt. Ein, zwei Versuche. Ey, das ist richtig massiv. Das ist so fett, so dick. Wollen wir mal kurz zeigen, bevor wir da drauf kommen, damit das hier nicht nachher heißt. Hätte mal gezeigt. Das ist brutal massiv. Und man muss dazu sagen, die Jungs von den Schildmachern, übrigens, Grüße gehen raus, falls ihr das sehen, die haben da schon drauf geballert, ne? Und die haben auch schon mit einer Axt hier reingemetert. Also es ist schon so, dass sie es schon versucht haben. Sie haben es nicht kaputt bekommen. Die haben hier mit Bogen drauf geschossen, hier mit der Armbrust. Ja, hier unten nochmal mit der Axt reingedrömmelt, wie die kaputten. Draufgetreten haben sie. Knicker oder sowas haben sie drauf geschossen. Also sie haben es nicht kaputt bekommen. Aber ich wäre nicht so weit, wenn ich nicht in der Lage wäre, etwas kaputt zu kriegen. 10er, wenn beim ersten Mal kaputt. Ja, von mir. Ah, zu hoch. Ich find's immer wieder lustig. Also ich lache jetzt nicht Nils aus, aber einfach so dieses Feeling, so. Und es fliegt einfach vorbei. Einfach geil. Bitte hinter mir aufpassen, ich will niemanden verletzen. Nein, ich hab zumindest die Kante getroffen. Und da, wir haben auch schon den ersten Cut drin, ne? Gar nicht so wenig. Also Klinge saß. Klinge hat gesessen, ey. Wir haben das Ding auch gerade geschärft. Ne? Wir haben es frisch geschärft. Es ist scharf. Gib ihm. Es ist scharf zum Heulen. Das ist halt doof, ne? Aber... Das ist zu groß, weißt du? Wir bauen es am Treppen. Weil das hat auch die falsche Farbe. Es ist halt so... Rot ist so... Nee. Weißt du? Bei Rot bleibt man stehen und bei Grün darf man gehen. Falls ihr es noch nicht wusst. Du hast jetzt diesmal aber auch woanders gestanden, Junge. Magst meine Spuren nicht, wa? Das ist nur zu schön. Ja, ich weiß. Aber es ist genau die richtige Entfernung. Achtung! Das war ein Volltreffer. Das ist nicht mal stecken geblieben, ey. Wir können da mal kurz in die Zeitlupe gucken. Marlina kann das in einem Highlight-Video. Das ist neu. Das habe ich gerade reingeschlagen. Und wir sind durch die ersten drei. Drei höchstens. Wie viele Schichten hat das denn? Ja, das ist ja, was ich sage. Das ist brutal, das Schild. Ich habe auch zwei gesagt. Ich habe auch zwei gesagt. So gut. Ich hätte gedacht, dass es zumindest stecken bleibt. Ja, hätte ich auch gedacht. Aber jetzt ist es ein bisschen schräg. Aber jetzt ist es eigentlich so, dass es für dich besser ist. Sorry. Oh, aber das ist auch Druck, ne? Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir gerade aktuell haben, aber es ist halt einfach auch... Über 2000. So. Naja, wenn 2000 Leute zugucken, dann kann man auch schon mal nervös werden. Guck dir meine anderen Highlight-Videos an. Übrigens, den Live-Kanal nicht vergessen zu abonnieren, Freunde. Oh, war aber ganz schön, ey. Mhm. Wieder eine ordentliche Kerbe rein, ne? Das ist auch gerade frisch. Boah, ey, überleg mal. Also in die nächste Schlacht ziehen wir einfach mit einem... Aha, okay, hier hinten hat. Die Wucht hat sogar hier hinten den Griff absplittern lassen. Ja, krass. Gut, der nächste bitte. Alter! Alter! Volltreffer! Und was hast du gemacht? Du hast meine Spur benutzt! Ja! Geil! Aber du hast die Schraube rausgebämst. Boah, das hier. Ich glaube, der hier war von dir. Oder? Aber es ist nichts passiert, überleg mal. War das hier schon? Das war von mir hier. Das war, okay. Das war deiner, würde ich auch sagen. Aber das sieht hier schon... Ja, das sieht frisch aus. Das war von Nils hier. Krass. Oh, was? Ja, die ist richtig schön. Du bist glücklich, Nils. Guck mal, Maya sieht happy. Maya ist immer happy, wenn sie einen Ball hat. Sie liebt es. Nein, Maya, da nicht lang. Hier lang. Weg da. Volltreffer. Siehst du? Einfach nur eine Kerbe wieder. Ja, einfach nur eine Kerbe. Ja, krass. Abstand verkürzen? Dann passt es vom Flugwinkel nicht mehr. Ich mach noch mal einen Vollwuchtwurf. Ja, ich werde so jetzt vom hier. Probier's mal aus. Das war der Stiel. Du hast mit dem Stiel eine Kerbe reingehauen. Geil. Aber pass auf, das Ding kommt auch zurück. Das hat zwei Klingenseiten. Das eitert ganz schlecht raus. Ich hab's gerade gesehen. Nils will sich, glaube ich, selbst zerstört oder so. Ich hätte das eher so Nahkampftechniken gedacht. Na, pass mal auf, ich werfe noch mal aus der Entfernung und dann nehmen wir das Schild ab und rotzen einfach mal richtig drauf. Ich habe ihn nicht gezuckt. Griff ist kaputt. Oh, ja, da sieht man die Schrauben. Ja. Also von wegen hat keine Wucht, aber es... Oh, hier. Gebrochen. Auch gebrochen. Wir kriegen das Ding noch kaputt, ich sag's dir. Wie haben die das dann früher ohne Schrauben festgemacht? Hat man nicht Nägel. Hatten die schon Nägel? Klar. Alter, Nägel gab's doch schon im Mittelalter.
Klar. Es gab ja sogar Holznägel. Oder? Wie haben die das festgemacht? Schildmacher unter euch, schreibt mal rein. Ich hab Schildmacher nicht mal. Es gibt ja reichlich. Also ich kenne nur einen Schildmacher. Perfekt. Steckt. Aber nicht im Schild. Da muss doch was passiert sein jetzt hinten. Ich will das abnehmen. Doch, da ist was passiert. Was ist da noch passiert? Jo, stimmt, der Griff macht jetzt die Grätsche. Ey, wollen wir den Griff vielleicht abmachen? Der kriegt halt seitlich die ganze Wucht ab, ja, und, genau, und knackt dann weg. Ich würde auch sagen, dann liegt es nämlich gerade an. Ja, aber wie kriegen wir den Griff ab? Kriegen wir den ab? Die Schraubköpfe sind verklebt. Vergiss, das kriegst du nicht ab. Aber hinlegen, abtreten? Oder so. Guck mal, jetzt haben wir es so. Geht das? Kriegen wir das auch noch aufgepfeffert? Ja, wir machen es ab. So. Und jetzt? Ja. So. Oh, krass, ey. Von wegen unzerstörbar. Willst du jetzt so drauf hacken oder noch mal ranhängen? Wie soll denn hängen, Alter? Stell dir vor, der Römer liegt zu Füßen des Bocks und du sollst quasi durch den Schildwall. Also der Wikinger steht vor dem Römer. Ja. Oder wir nennen ihn Gallier. Oder wir nennen ihn einfach Asterix. Oder Obelix. Und Obelix metert halt mit dieser Wikinger-Axt rein. Haben wir auch das letzte Mal. Die ist dünner. Die ist dünner. Und das wird das Geheimnis sein. Ja. Aber warte mal, Vergleich jetzt mal mit der. Ja, ja, mach du mal. Mach du mal. Also der Griff ist weg. Der Griff ist weg. Die bleibt nicht mal steckt. Nee. Merkst du was? Nee, wir nehmen jetzt mal die ganz andere. Wir probieren jetzt alle Äxte durch. Wenn wir es heute nicht schaffen, fährt Fürz mit der G-Klasse drüber. So war der Plan. Also noch sind wir gut dabei. Hier, Monsterbeil. Achtung. Aber ich komme nicht durch. Junge. Zeig mal die Rückseite einmal. Doch hier ist was durchgekommen. Hier ist was durchgekommen. Aber war das nicht vom Griff? Nee, ne? Nee, 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 das ist frisch hier. Das ist frisch. Das war das ist die Wikinger-Axt? Kann das sein? Ja, das sieht so aus. Das, ja. Ist der, das ist der hier. Ja. Und hier ist er durch, hat's gebrochen, die Rückseite. Aber noch ist niemand verletzt dahinter. Also, du bist ja vorher ermüdet, bevor du den Römer erwischt hast. Oder auch nicht. Ja, aber wir sind durch. Wir haben hier was geschafft. Aber man, keine Klinge, ne? Also nicht so, dass du sagst, okay, oh, ich mich hätte jetzt schon an der Klinge verletzen können. Gar nichts. Boah, jetzt ist aber brutal. Viel kinetische. Aber du hast recht. Zweimal raufgeschlagen, würdest du wahrscheinlich durch die Wucht erstmal als Soldat umfallen. Ja. So. Aber der Typ dahinter hat ein Schwert, ja? Also der kommt immer, macht immer so. Also der lässt sich ja jetzt nicht einfach auf sein Schild brummeln, wie so ein Blöder. Der hat ein großes, langes Schwert. Du wirst so schnell müde, das festzuhalten. Aber das Scheißding, das sieht man nicht. Also es ist auch echt. Schwer, ja. Das ist echt schwer. Um die ganze zu halten, plus dein Schwert, plus Rüstung. Drei Schläge und du wirst wahrscheinlich schon. Ja, stimmt. Willst du noch mal mit deiner. Ich würd mal gerne noch mal die Verletzungsachse nehmen. Die Verletzungsachse. Oh ja, das hat sich gut angehört. Aber es ist noch keine Klinge. Ne? Also es ist schon wieder. Ich glaube, wenn wir jetzt die eine Stelle so ein bisschen perforieren, könnten wir durchkommen. Boah, das war schon ein bisschen brutal gerade. Immer wieder die gleiche Stelle? Ich hab's vergessen. Mann, ich hätte nicht gedacht beim Schild. Aber es ist krass, ne? Es sieht nicht so aus, aber es. Jetzt sind wir durch, oder? Ja, da ist das Ding! Da ist das Ding! Woo! So, jetzt kann er sich seinen Finger schneiden. Boah, ja, aber überleg mal, nee. Du hast jetzt noch den Griff dran. Ne? Ja, der ist ja bis hierhin. Ja, ist ja egal, du hältst es jetzt aber hier fest. Guck, ich schon was. Ja, stimmt. Aber er könnte mit dem Move dir das Schild entreißen. Genau so. Ha! Jetzt hab ich das Schild, ha? Was machst du jetzt? Komm doch, Römer. Ja, ich will jetzt nochmal probieren, diese Stelle. Jetzt können wir übrigens durchgucken. Ne? Mein Ziel wäre ja tatsächlich, durchs Brett durchzugucken. Und man kann jetzt tatsächlich. Da sieht man es. Ja, genau. Da. Ja, wir sind durch. Boah, das ist die Struktur und durchgebrochen. Es ist ein leichtes. Achtung. Ja. Ah, ja. Ich glaube, wenn erstmal der harte Kern jetzt durch ist. Jetzt hast du ein Problem. Geisteskrank. Aber geil. Was hast du denn da reingedrommelt, Junge? Jetzt kommt. Oh, Monster-Axt. Die sieht zwar schon brutal missbraucht aus, was sie auch ist, aber sie hinterlässt Spuren. Gut, dann haben wir tatsächlich bewiesen, mit 35.000 Schlägen kommt man hier durch. Oh Gott, wie es aussieht, ey. Das ist richtig brutal. Naja, gut, dann muss Fritz mal vorbeikommen, dann werden wir mit der G-Klasse drüber fahren. Ihr habt entschieden, wir warten und lassen die G-Klasse durch. Armbrust versus Bogen versus Schild, schreibt einer. Wollen wir mal ganz kurz? Wollen wir mal beide reinholen? Wir zeigen euch mal, womit wir Armbrust versus Bogen machen. So,
Amos versus Bogen. Einfach mal so stehen lassen. Das ist auch von den Schildmachern gemacht. Wenn die Malina mal so lieb ist, kann sie gerne mal verlinken. Die haben einen YouTube-Kanal. Da seht ihr auch genau, wie sie das Ding gebaut haben und auch mir übergeben haben. Ein sehr schönes Video, wie ich finde. Und du hast die schwerere Variante. Ich habe die tatsächlich so weitestgehend historisch nachgebaute Variante. Das Lagerter-Schild ist quasi eine Plankenstruktur. Sieht man so. Und Nils hat die Variante. Das siehst du nämlich schon, wenn du es drehst. Das sind hier, da siehst du, dass es zwei Lagen sind. Genau, das ist. Jetzt ist die Frage: Armbrust versus Bogen. Und das interessiert mich halt auch brennend. Was hat so ein Wikinger-Schild einer Armbrust oder einem Compound-Bogen der heutigen Zeit entgegenzuwirken? Also macht es Sinn, bei einer Zombie-Apokalypse einfach mal so 200 Euro in die Hand zu nehmen und sich so ein Schild zu kaufen? Oder eben nicht? Also ist erstmal sehr schwer, aber das kann man auch wunderbar als Sitz nehmen. Oder was ich auch noch geil finde, das werden wir probieren. Kennt ihr das? Bei Asterix und Obelix haben die immer die Schilde genommen und dann haben die oben getragen. Das will ich probieren. Ja, den Chef! Den Chef! Ja. Wir haben immer den Chef durchs Dorf getragen. Und das kriegen wir raus, das machen wir. I'm out. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.